lange hin und her überlegt, ob wir nochmal nach Oslo fahren. Wir sind ja 2007 schon mal nach Oslo gefahren, um When You Come Home dort aufzunehmen. Und nachdem ich dann sehr viele Platten gegengehört habe und auch unsere letzten CDs verglichen habe, bin ich dann zum Schluss gekommen, dass mir der Sound von Rainbow Studio und besonders der Klaviersound eben am besten gefällt. Und deswegen sind wir wieder auf dem Weg nach Oslo. Mein Setup entsteht eigentlich während der Konzerte. Bei den Proben gar nicht so. Proben spiele ich sehr häufig auf extrem kleinem Equipment, einfach weil es viel mobiler ist. Und dann bei den Konzerten ist es schon so, dass ich immer mal wieder neue Sachen ausprobiere, neue Instrumente, vor allem beckenmäßig viel ausprobiere oder Percussion-Instrumente. Dadurch halt was Besonderes so. Also wenn man, wir hätten auch in Köln oder Berlin aufnehmen können, aber dann denke ich, fehlt auch so ein bisschen der Spirit. Also dass es halt ein besonderes Ereignis ist, man bereitet sich ein Jahr lang vor und dann fährt man an einen besonderen Ort, um dann diese Musik aufzunehmen. Und ich denke, das macht die Musik dann auch nochmal ein Stück weit besonders. Und ich habe mich total gefreut, als ich die ersten Töne gehört habe, weil es halt bewiesen hat, dass ich recht hatte. Und ich musste mich natürlich in der Band schon auch so ein bisschen durchsetzen. Ich meine, ich bin zwar der Produzent und bezahle das auch erstmal alles, aber es ist natürlich für alle ein großer Act, einfach hierher zu fahren. So mit sich selbst beschäftigt ist beim Aufnehmen, dass man den Blick oder das Ohr für das Ganze oft nicht hat. Und oft auch erst
Tage später oder Wochen später, manchmal Monate erst später, mit dem nötigen Abstand, dass die ganze Sache bewerten kann. So, also, weil man halt, ja, wenn man die Aufnahmen meistens direkt nach dem Recording hört, ist man meistens sehr unzufrieden, weil man halt noch genau weiß, an welchen Stellen man was gemacht hat, was man sich vielleicht so nicht vorgenommen hat, oder halt jede Kleinigkeit hört, die im Endeffekt für das Gesamtbild überhaupt nicht entscheidend sind. Und deswegen ist es auch ganz schwierig im Studio halt immer zu sagen, das war jetzt der magische Take oder so. Deswegen habe ich mich auch wie bei den letzten CDs entschieden, dass wir halt Hubert Nuss dabei haben als ja, so Musical Coach, kann man quasi sagen, der in der Regie sitzt und das alles verfolgt, was wir machen, und eben sehr gute Ohren hat und so, auch so einen Blick für das große Ganze der Musik und halt hört, wie alles zusammenspielen, wie alles verzahnt, wie der Klang vom Klavier ist. Das sind tausend Sachen, die im Endeffekt dann hinterher einen guten Take ausmachen. Und wenn man halt am Klavier sitzt, dann ist man halt erstmal sehr vor allen Dingen auf sich konzentriert und versucht halt so gut wie möglich zu spielen. Und ja, kriegt aber halt nicht immer unbedingt mit, ob es jetzt richtig geil war, von allen auf einmal. Trio-Platte aufgenommen hat. Dazwischen gab es ein eher poppigeres Projekt mit Gitarre und Gesang, das habe ich aufgenommen. Und in der Zwischenzeit sind wir beide Väter geworden und haben vieles aufgeteilt, was zwischendurch passiert ist. Er war in Taiwan und in Los Angeles in der Vorbereitung für die Quintett-Platte. Ich habe diese gesamte Quintett-Produktion gespielt und jetzt teilt sich es halt so ein bisschen auf zwischen uns. Kamera läuft. Zoom läuft. Zoom läuft. Grundsätzlich ist es eigentlich eine Ergänzung. Also es ist gut, dass einfach jemand das Programm gut kann oder genauso gut kann. Und wenn ein Ausfall da ist, dass man auf jeden Fall einen Sub hat. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Und als Konkurrenz eigentlich auch gar nicht.